Hallo Borg, Heide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutz, wie immer am Montag. Nur noch eine Woche bis Ostern, dann geht's los, dann können wir die Hasen suchen, dann wird's richtig Frühling, hoffen wir doch. Wie es mit dem Wetter wird, erfahren wir nachher. Erstmal so viel, was war los in dieser Woche? Ja, erstmal am Sonntag war kein Fußball gewesen, ist ausgefallen, kommen wir nachher noch dazu. Dafür war im Fliegerheim der besondere Abend gewesen. La Compagnia Dolce Amargo spielte dort Flamenco. Und wie das aussah, seht ihr hier. Ich darf ankündigen, die Compagnia Dolce Amargo. Heute natürlich mit Live-Musik. Live-Sänger, Live-Klatschen, Live-Gitarre, also Ja, das war nur noch nicht alles. Und am nächsten Sonntag brummt nämlich hier im Hotel Fliegerheim schon wieder der Bär. Und zwar gibt es da den Sunday Lunch von 11 bis 14 Uhr. Diesmal mit Thomas Kahler, humorvolles Duo mit Chansons der letzten 100 Jahre, intelligenter Schlager und lustige Unterhaltung, Klavier, Gitarre und Gesang. Und weil das noch nicht genug ist, ist am nächsten Sonntag gleich noch die Hoffleischerei Kaplik aus Altborg dran. Die geben bekannt, dass eine Grillparty startet, ebenfalls am 14.04. auch von 11, diesmal allerdings bis 18 Uhr in Altborg 4 mit Hofverkauf und Angrillen zum Saisonbeginn. So, da kann man sich das aussuchen, ob man ins Hotel geht, ob man zur Hoffleischerei Kaplik geht oder eben zum Fußball. Auch dahin kommen wir nochmal, und zwar nachher. Dann gibt Waldkleeblatt e.V. bekannt, sie möchten für den Erhalt des Waldes um unseren Ort kämpfen. Nichts vernichtet CO2 so gut wie Bäume, egal ob Laub- oder Nadelbäume. Deshalb veranstaltet der Waldkleeblatt e.V. am Samstag, den 13.04. von 10 bis 11 Uhr den vierten Fahrradkorso durch Borgheide. Die Abschlusskundgebung findet für alle, auch für Fußgänger, ca. 11 Uhr statt. Treffpunkt ist der Marktplatz vor dem Waldbad. Mitzubringen sind Warnweste, Trillerpfeife, Freunde, Nachbarn und natürlich für ein Fahrradkorso eventuell ein Fahrrad. Die Info kam von Rose Mandler und Ruth Zeidler, Mitglieder der Bürgerinitiative Borgheide, Borgwalde im Gegenwind.
So, dann kommen wir zum Fußball. Da sind wir nämlich schon fast durch das ganze Programm heute. So viel haben wir nämlich gar nicht. Steht höchstwahrscheinlich deswegen an, weil wir kurz vor den Ferien sind. Ja, letzten Sonntag das Fußballspiel fiel aus, wie man auch in unserer Borkheider-Gruppe bei Facebook lesen konnte. Und zwar wegen fehlender Mannschaftsstärke der Dezer. Und weil die Borkheider-Mannschaft natürlich sehr sportlich ist, haben sie nicht auf ihre 3 Punkte bestanden, sondern dieses Spiel wird nachgeholt und zwar am 9.5., einem Donnerstag um 19 Uhr hier bei uns allerdings auf unserem heimischen Feld. Das ist natürlich dann ein Heimspiel. Und ja, jetzt fehlt nur noch eins und zwar nächsten Sonntag, also ab 15 Uhr, könnt ihr natürlich schon vorher kommen, um so richtig Stimmung zu machen. Da geht es hier bei uns auf dem Sportplatz los. Da spielen wir gegen den FSV Grün-Weiß Niemek, der auf Platz 1 der Tabelle steht. Und wollen dann natürlich gewinnen und möchten da einen richtigen Zauber draus machen und der Mannschaft natürlich den Rücken stärken. Also wer dann dorthin kommt, auch dort Freunde, Verwandte und so weiter einpacken. Macht den Sportplatz voll. Der Verein kümmert sich darum, dass genug zu essen und zu trinken da ist. Und wir wollen mal schauen, ob wir den Jungs nicht genug Rückenwind mitgeben können. So, das war's dann schon wieder. Ich bin schon wieder fast durch diesmal. Jetzt ist Matze nochmal dran und der darf uns das Wetter ansagen. Bitte, lieber Matze. Hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. O bis O scheint sich in diesem Jahr auch wieder zu behaupten, denn die Temperaturen können wieder um den Gefrierpunkt in der Nacht liegen oder auch noch darunter gehen. Das heißt, wir haben die nächsten Tagestemperaturen um die 12 Grad Dienstag, 10 Grad Mittwoch, 7 Grad maximal am Tag Donnerstag und wie gesagt, Nachtfrost durchaus möglich. Hätte ich fast nicht mehr gedacht, aber man lässt sich halt vom Wetter überraschen und das macht er eh, was es will. April, ja, der macht auch, was er will. Und da haben wir es ja wieder. Ja, Donnerstag kommt dazu noch Bewölkung dazu. Vielleicht beginnt die schon Mittwoch, aber Donnerstag ist auch die Wahrscheinlichkeit eines Regenschauers gegeben. So, dann weiter will ich gar nicht vorausschauen, weil die Fernaussagen in der Wetterstatistik, die sehen auch gar noch nicht so schön aus. Aber egal, noch ist Frühling, noch ist April. Den müssen wir noch durchhalten, dann wird es besser. Von hier aus eine schöne Woche gewünscht. Ja, richtig toll, wie du das immer machst. Du hast ja schon so einen richtigen Wetterkeller. Gehst du da eigentlich mit einer Leiter rein oder hast du eine Rutschstange dort? Ja, wie gesagt, das war's. Wir sehen uns wieder am nächsten Sonntag auf dem Sportplatz, hoffe ich doch. Ansonsten natürlich am Montag wieder hier vor der Kamera. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Bleibt gesund, bis bald, euer Lutze und tschüss. Ja, da habe ich euch nun schon verabschiedet, aber ich habe doch noch ganz was Wichtiges vergessen. Am 27.03. haben wir ja unseren 3-jährigen Geburtstag gefeiert von Borkheide News TV. Natürlich haben wir gar nicht gefeiert, wir haben das nur so bekannt gegeben, aber natürlich haben wir auch gesagt, wir möchten das noch feiern und das holen wir jetzt nach und zwar am 26.04. von 16 bis 22 Uhr circa bei einem Bratwürstchen was zu trinken und dergleichen mehr und wie immer am Sport, am Jugendclub. Wer da dran teilnehmen möchte, kommt einfach vorbei. Wie gesagt, 3-jährigen Geburtstag feiert Borkheide News TV am 26.04. Wir freuen uns auf euch. So, nun aber wirklich Schluss und tschüss.